Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild hier auf meinem Kanal. Und wir sind gleich hier oben und ich denke, wenn wir gleich hier oben sind, dann springen wir auch runter und gehen direkt zum Schrein. Denn der ist ja auch nicht so einfach zu erreichen wie die anderen. Und hier hat es tatsächlich auch einen Wind und spürt es so ein bisschen. Wir sind angekommen beim Hayudama-Schrein. Okay. Und ja, aber die Frage ist dann halt auch, wie wir hier wieder rauskommen. Aber darum kümmern wir uns später. Abrennen können wir es ja nicht, denn es ist ja im Wasser. Aber ja, ich denke, wir gehen zuerst in den Schrein. Und dann gibt es auch noch eine wichtige Info zu diesem The Legend of Zelda Teil. Also bleibt auf jeden Fall dran. Bis dann. Wegweisendes Wasser. Okay. Das sieht auch schon mal vielversprechend aus. Und auch sehr spannend. Also hier gibt es nur einen Weg, sehe ich gleich. Und den müssen wir in diesem Fall auch gehen. Ich denke, ich weiß auch schon, was wir machen müssen. Ich denke, mit dem Cryo-Modul. Ja. Aber... okay, also wir können überall am Wasser, ansonsten würde das ja nicht gehen. Also nicht nur auf dem Wasser, sondern auch, wenn das Wasser von der Seite kommt. Warte, können wir das auch bei Wasserfällen machen? Aber warte, ich habe noch etwas verpasst. Hier ist doch eine Truhe, ja genau. Die nehmen wir auf jeden Fall direkt mit. Nicht später, sondern machen wir es gleich jetzt. So, geht das so? Ja. Und dann kommen wir auch gleich zu den News. Beziehungsweise zu den wichtigen Informationen, die ich euch noch gerne mitteilen will. Und ja. Und zwar ist auf jeden Fall herausgekommen, dass eine Gruppe von den Fans von The Legend of Zelda Breath of the Wild eine Mod gemacht hat, mit der ihr zusammenspielen könnt. Der Artikel dazu ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt. Und ja, es gibt auch schon ein Video dazu. Es ist ein bisschen laggy, aber trotzdem schon mal wirklich ein guter Anfang, muss ich sagen. Und ja, aber später gibt es mehr dazu. Zuerst müssen wir hier schauen, wie wir das machen können. Also die Kugel muss hier rein. Das heißt, was passiert denn? Warte, haben wir alle Truhen? Ja. Wir können doch einfach hier so ein... nee. Doch, vielleicht geht es jetzt erst beim zweiten Mal. Mal schauen. Ja. Ach, doch. Ja. Ach, und dort muss aber auch noch eine hin. So. Jetzt soll es gehen. Komm, ja. Sehr gut. Perfekt. Ja. Das war nicht so schwer. Und die Kugel geht rein. Und ich denke, das war es sogar schon mit dem Schrein gewesen. Obwohl, also können wir hier unten... nee, können wir nicht. Nur ab hier. Und dort hört es dann auf. Ja, genau. Okay. Ansonsten... sieht es nämlich noch spannend aus, muss ich sagen, aber ja, ich denke, hier erwartet uns der Priester, ja genau, und wir holen uns das Zeichen der Bewährung. So, und ich sehe auch gleich, die Zacken sind nicht mehr hier. Okay, also dann ist es nur darum gegangen, dass man den Schrein halt löst. Und ich sehe mich nochmal ganz kurz um, ob hier hinten etwas ist.
Nee. Okay, also ja. Aber noch mehr Informationen zu der Mod kommen gleich. Ich denke, wir sprechen noch kurz mit dem. Und dann können wir, beziehungsweise haben wir Zeit, darüber zu sprechen. Hallo, ich kann mich nicht erinnern, Sie schon mal getroffen zu haben. Freut mich. Ich bin Terry und dieser Rucksack in Käferform ist mein Markenzeichen. Auch in gefährlichen Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Ich biete besondere Insekten und Ausrüstungen für Reisende an. Zu tollen Preisen. Und sollten Sie selbst etwas zu verkaufen haben, bin ich ebenfalls für Sie da. Für Edelsteine und dergleichen mache ich Ihnen einen guten Preis. Also immer her damit. Okay, also Opale haben wir zum Beispiel schon ziemlich viel. Wie kann ich Ihnen also heute behilflich sein? Ich denke, wir sehen mal, was er für uns hat. Ich bin mir sicher, dass ich auch für Sie etwas im Angebot habe. Bitte sehen Sie sich um. Okay, also davon haben wir schon. Ja, wir haben halt schon alles, oder? Sportkröte. Ich glaube, das haben wir aber auch schon, ja, im Besitz. Ja, das haben wir alle schon. Sehen wir mal, wie viel er uns zahlen würde für die Edelsteine, zum Beispiel den Opal. Okay, 60. Wir haben 17. Die Frage ist, ob wir das noch brauchen. Ja. Obwohl Sportkröte ist halt auch so das Ding. Davon haben wir nur eine. Ach, und Saphir. 260. Okay, also da macht er einen guten Preis. 500. Okay, also ich denke, wir gehen auf jeden Fall bei dem verkaufen, wenn wir etwas verkaufen wollen. 70 auch für einen Leuchtstein, naja, haben wir erst einmal. 180, ja, ja. Das ist wirklich nicht schlecht, aber den Opal wollen wir, machen wir einfach mal zweimal. Dann haben wir 120 Rubine plus gemacht, das ist ziemlich gut. Vielen Dank, haben Sie sonst noch etwas für mich? Nein. Ich danke Ihnen. Kann ich Ihnen noch irgendwie zu Diensten sein? Ist gut für den Moment, aber ich komme auf jeden Fall wieder, aber... Läuft der bauchfrei? Durch das Land? Ist das ein Ernst? Es ist der Terry. Also, okay, aber es ist seine Entscheidung. Lassen wir das einfach mal so stehen. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Ja. Und wir sind angekommen. Endlich beim Stall der Zwillinge. Wir haben ja lange nicht gewusst, was das genau ist, aber jetzt am Namen unschwer zu erkennen, ist das ein Stall. Die hat ziemlich viele Holzpfeile. Also lohnt es sich überhaupt nicht so, bei dem Holzpfeile zu kaufen, aber kann jeder für sich entscheiden. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ich habe einen von diesen Äpfeln gegessen. Sie sind perfekt gereift. Okay, das ist spannend für dich, aber ja. Und dann geht's gleich noch an eine neue Info. Und ja, also und zwar ist es so, wenn man den Tieren Fleisch gibt, also dem Hund, nur dem Hund, dann kommt man halt zur Schatztruhe des jeweiligen Stalles, die nur sichtbar wird, wenn man den Hund so füttert. Jedoch habe ich nicht genug Wild, deshalb können wir das leider nicht tun. Aber wenn wir die Möglichkeit dazu haben, machen wir das dann. Unter diesem Stein ist nichts, nee. Ja. Und... ja, so in den Schatztruhen weiß ich jetzt nicht, was dort drin sein kann. Aber das werden wir auf jeden Fall noch erfahren, denn wir werden bei jedem Stall den Hund füttern, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und... ja, okay. Weg mit ihr. Kochen könnten wir auch noch. Aber wir sprechen zuerst mal mit ihr. Hier ist es noch recht ruhig. Aber im Schloss Hyrule sind viele Monster unterwegs. Da herrscht das Chaos. Wenn du deine Reise fortsetzen willst, solltest du Medizin dabei haben.
Ach, das ist ja die... Ja, okay, aber wir fragen nochmal kurz nach. Medizin wird hergestellt, indem man Insekten Monstermaterialien mischt. Sie füllt zwar nicht deine Herzen auf, aber sie macht dich schneller, schützt vor Hitze oder Kälte und vieles mehr. Ich zum Beispiel nehme die Spurtmedizin, wenn ich vor Monstern weglaufen muss, oder einfach, wenn ich es eilig habe. Sie besteht nur aus Spurtechsen und Monstermaterialien. Deshalb habe ich immer mindestens 10 Stück dabei. Nur damit du es weißt, mehr Medizin gibt's nicht. Ach ja. Aber okay. Vielleicht können wir die Pferde noch kaufen, wäre nicht schlecht. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das vorher schon erwähnt habe, aber die Mod wird auf jeden Fall bis jetzt, also ist es so in Planung, nur auf dem PC vorerst verfügbar sein. Die müsst ihr dann herunterladen und ja, dann könnt ihr halt zu zweit spielen. Was ich auf jeden Fall ziemlich nice finde. Aber naja, ich wünsche mir eigentlich auch noch, dass das so für die Nintendo kommt, aber anscheinend hat Nintendo das selber kein Interesse daran, dieses Projekt selber auch zu machen. Also, ja, vielleicht wird das Spiel halt auch ziemlich hart verändern. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall sprechen wir erstmal mit diesen Kindern hier. Hey, Shibo. Meinst du, der Junge da hat Interesse an Pferden? Ja, Datu. Sieh dir seine Augen an. Er kann es gar nicht abwarten, in den Sattel zu kommen. Das sind die Augen von einem, der Pferde sehr geliebt, dass ihm alles andere egal ist. Ja, also... Warte, was... Was macht das Pferd? Okay, egal. Und was jetzt? Tja, was wohl? Das ist unser Stichwort. Willkommen im Stall der Zwillingsberge. Oder genau gesagt, willkommen vor dem Stall der Zwillingsberge. Ja, so kann man es aussehen. Wir haben es direkt an deinen Augen gesehen. Du hast nichts als Pferde im Kopf, was? Also vielleicht gibt es ja auch noch etwas, das sich Ganon nennt und unsere Welt zerstören will, aber... Ja, okay. Genau, deine Augen verraten dich. Kühe oder Ziegen sind dir völlig Schnuppe. Naja, das gibt halt Wild und naja, das ist jetzt auch nicht so schlecht. Also, so egal sind sie auch nicht. Aber egal. Und das heißt, bei uns bist du genau richtig. Uns kannst du alles über Pferde fragen. Wie steht dir mit Rat und Trab zur Seite? Ich weiß, es gibt keinen Sinn, aber mein Vater will, dass wir den Spruch so sagen. Okay. Naja. Okay, dann bekommen wir hier die Erklärung, wie wir Pferde zähmen, reiten, weiß ich was, können und ja. Wildpferde sind sehr scheu. Wenn sie jemand in der Nähe wittern, laufen sie sofort weg. Du musst dich ganz langsam vor hinten anschleichen und dann hops, aufspringen. Wenn du dich duckst und dich ganz langsam anschleichst, dann bemerken sie dich nicht. Okay, also das habe ich auch schon gemerkt, aber ja. Dann wissen wir, dass wir das hier anwenden müssen können. Ja. Papa hat uns das alles beigebracht. Mit Pferden kennen wir uns aus. Okay. Welche sind gut überhaupt? Das kann auch noch wichtig zu wissen sein. Pferde mit farbigen Punkten im Fell nennt man Schecken. Sie sind gutmütig und einfach zu zähmen. Farbigen Punkten, okay. Hier hat niemand farbige Punkte. Okay, oh doch. Der rechte. Okay. Keine Schimmel oder Rappen und andere einfarbige Pferde sind wilder und nicht so leicht zu bändigen. Dafür haben einfarbige Pferde mehr Ausdauer und laufen schneller. Okay, also wir holen uns auf jeden Fall die einfarbigen. Vielleicht auch ein geflecktes. Wir müssen uns auf unser Pferd verlassen können. Aber ja. Papa sagt immer, am Anfang ist es eine Plackerei, mit dem Einfarbigen anzufangen. Aber wenn sie zahm sind, will man nichts anderes. Okay. Papa meint, als Anfänger sollte man zuerst einen Schecken fangen. Aber wenn ich mal groß bin, schnappe ich mir sofort einen Einfarbigen. Hast du verstanden? Papa hat uns alles beigebracht. Mit Pferden kennen wir uns... Ja, okay. Wie zähmt man sie?
Solange Wildpferde nicht richtig gezähmt sind, laufen sie gerne mal dorthin, wo sie wollen, oder schütteln sich. Wenn das passiert, solltest du durch Tätscheln beruhigen. Okay, also Tätscheln wissen wir noch nicht, wie das geht, aber okay. Aber man darf sich nicht einfach die ganze Zeit nur tätscheln, sagt Papa. Tätschle sie, wenn sie brav waren und auf dich gehört haben. Wenn du aufsteigst, wenn du absitzt, es ist eine Art, dem Pferd Danke zu sagen. Hast du verstanden? Ja. Papa hat uns alles beigebracht. Wir kennen uns mit Pferden aus. Ja, okay. Ja, bis jetzt weiß ich, denke ich, Bescheid. Tschüss, komm bald wie her. Ja, okay. Das komme ich vielleicht, vielleicht auch nicht. Je nachdem, ob ihr noch eine Quest dann habt. Und hier ist ja wirklich richtig viel los. Der hat sicher eine Quest, oder? Sieht so aus, aber zuerst sprechen wir mit denen im Stall oder außen am Stall. Hi. Willkommen beim Stall der Zwillingsberge. Schön hier, oder? Man ahnt es nicht mehr, aber die Verheerung hat diese Gegend einst an den Rand der Zerstörung gebracht. Vielleicht liegt es ja am Segen der Zwillingsberge. Auf jeden Fall ist hier alles wieder beim Alten. Sogar die Wildpferde sind hierhin zurückgekehrt und mit ihnen ist alles aufgeblüht. Übrigens, wohin bist du denn unterwegs? Kakariko und Hatino liegen beide in der Nähe. Warte, warte, also Kakariko wissen wir. Aber dass es noch ein Dorf gibt? Hatino? Wildpferde wissen wir ja bereits, trotzdem fragen wir nochmal kurz nach. Vielleicht sagt er uns noch was anderes. Naja. Hast du auf dem Weg hierher keine Wildpferde gesehen? Es ist zwar nicht mehr so viele wie früher, aber man findet sie hier eigentlich überall. Und ja, Wildpferde sind wilde Tiere, die in Freiheiten leben, die man dann gehören. Wenn du eines davon fängst, dann kann mein Bruder Tassaren es ganz offiziell als sein Pferd im Register eintragen. Ja, das ist wahrscheinlich dort drüben, der Dude. Meine beiden Buben, könnt ihr mehr dazu sagen, wie man ein Pferd fängt? Ach ja, also ja, das haben sie schon genug. Aber ja, sie verbringen schließlich den ganzen Tag mit unseren Pferden. Wenn du nach dem Weg fragen willst, nur keine Scheu, ich kenne mich hier aus. Kakariko, wissen wir ja, dass... Kakariko ist das Dorf des Shikas-Stammes. Okay, ja. Früher einmal sollen sie Maschinen gebaut haben, die sich von Geisterhand bewegen konnten. Dadurch waren sie dem damaligen König ein Dorn im Auge. Sie wurden vertrieben und lebten von da an in einem ganz anderen Land verstreut. Im ganzen Land? Ich habe noch keinen gesehen, aber okay. Wenn du von hier aus dem Weg nach Norden folgst, gelangst du zu einer großen Brücke. Die überquerst du und folgst weiter dem Weg, dann kommen bald die Tore von Kakariko in Sicht. Ja, wir wissen ja schon, wo sie liegt, weil wir sie auf der Karte haben. Und das dort ist auch gleich die Brücke, oder? Ja. Wenn du nach dem Weg fragen willst, nur keine Scheu, ich kenne hier Haus, ja. Hatino werde ich schon gerne wissen. Hatino ist ein Dorf am äußersten Rand Hyrules. Ganz außen? Okay, egal. Die große Verheerung hat die Gegend weitgehend verschont, deshalb leben die Leute dort in Ruhe und Frieden. Anscheinend gibt es dort auch ein Forschungsinstitut oder so etwas. Da wohnen sonderliche Gelehrte, deshalb machen alle vernünftigen Leute einen großen Bogen darum. Okay, ja, naja. Wenn du von hier nach Norden gehst, kommst du bald an eine Weggabelung. Dort biegst du nach Osten ab und folgst einfach dem Weg. Zu Pferd ist das höchstens eine Tagesreise. Ah, okay. Gut. Danke für die Information, aber ja. Auch wenn hier alles wieder wie vorher aussieht. Okay, dann gehen wir jetzt noch hier rein. Ja. Sag mal, warst du schon bei den Zwillingsbergen? Da soll es riesige Erdvorkommen geben, habe ich gehört. Seitdem ich das weiß, will ich mir nur noch einen Hammer schnappen und dort ohne Ende Erz abbauen. Naja, vielleicht lohnt es sich schon, aber... Und dann verkaufe ich es zu ehrwitzigen Preisen an ahnungslose Passanten und werde stinkreich. Ja. Entschuldige. Bei Gedanken an Edelsteinen gehen immer die Pferde mit mir durch. Okay. Ach ja. Und die haben eine Quest. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Was haben sie uns zu sagen? Also, es geht hier um Ramdas Schatz. Warte mal, Priesen.
Was hast du denn für ein Problem? Hast du uns etwa belauscht? Bro, chill mal dein Leben. Wir wollten doch nur kurz reden und ich... Ja, egal. Wir sind Schatzsucher und der Schatz des Räuberkönigs Ramda gehört uns allein. Prissen, du quasselst zu viel. Tut mir leid. War keine Absicht. Wir haben hier jedenfalls wichtige Dinge zu bereden, also lasst uns in Ruhe. Die Quest ist jetzt aber noch nicht gekommen. Entschuldige, mein Bruder redet manchmal einfach einen Blödsinn zusammen. Vergiss es am besten einfach. Nee, was ist denn, Randas Schatz? Das wird mich interessieren. Er hat's nicht einfach vergessen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Warum sagen wir ihm nicht einfach alles? Wir haben das Rätsel nicht gelöst, da wir es wohl auch kaum schaffen. Da hast auch wieder recht. Der Schatz des Räuberkönigs Randa, wer ihn findet, wird stinkreich. Logisch, dass wir dir die Infos nicht umsonst geben können. Das hast du doch wohl nicht erwartet, oder? Mein Bruder ist der beste Schatzsucher überhaupt. Der weiß immer, wo es was zu holen gibt. Ja, aber... 100 Rubine. Ich meine, diese heiße Information ist locker mehr als 1000 Rubine wert. Was sagst du? Boah, 100 Rubine ist halt schon ein Ding, oder? Aber ich denke, wir müssen es tun. Genau. Bruder, das ist noch so viel einfacher, als selbst danach zu suchen. Am Quell des Flusses, den die junge Brücke überspannt, steigt der weiße Himmelsdrache in die schwarze Nacht. Ramda hat die Lage des Schatzes in diesem Rätsel verschlüsselt. Das hat mir den Cousin eines Nachfahrens von einem aus Ramdas Bande erzählt. Also eine astreine Quelle. Aber hallo, was du immer für Leute kennst, das ist eben mein Bruder. Jetzt bekommen wir die Quest. Sehr, sehr gut. Und ich denke, wir sprechen auf jeden Fall noch mit seinem Bruder. Willkommen. Darf es eine Übernachtung sein? Ein normales Bett kostet 20 Rubine. Ein Luxusbett 40 Rubine. Na, was ist denn der Unterschied? Eigentlich will ich eh nicht schlafen, aber trotzdem. Auf das Luxusbett sind wir hier ganz besonders stolz. Es ist etwas teuer, aber man schläft besser und hat mehr Energie. Also, möchtest du bei uns übernachten? Ein normales Bett kostet 20 Rubine. Ein Luxusbett kostet 40 Rubine. Danke für den Moment. Sagt ihr denn etwas anderes, wenn wir hier außen sind? Hallo, willkommen in unserem Stall, wo du alles rund um Pferde bekommst und dich auch selbst aussuchen kannst. Ah, du bist das erste Mal hier, oder? Weißt du, wie Ställe funktionieren? Nee. Dann erkläre ich es eben mal. Du kannst bei uns Pferde unterbringen und nach Belieben mitnehmen. Vielleicht sind sie dir unterwegs schon Wildpferde begegnet. Fange eines und bring es her. Wenn du uns ein Pferd bringst und es bei uns registrierst, ist es offiziell dein Pferd. Du kannst bis zu 5 Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wechseln. Möchtest du wissen, wie man ein Wildpferd fängt? Weiß ich eigentlich schon, aber vielleicht sagt er noch was. Ja, mal sehen. Gut, ich erkläre es dir gern. Im Grunde muss man sich nur von hinten an ein Wildpferd anschleichen, und zwar langsam, damit es einen nicht bemerkt. Und dann springt man einfach auf. Manche Wildpferde sind allerdings besonders wild. Die muss man dann durch Tätschen beruhigen. Wenn das Pferd sich beruhigt hat, kannst du es zu mir bringen. Vergiss nicht, dass wir hier von wilden Pferden reden. Es kann dauern, bis sie sich an einen Reiter gewöhnt haben. Manchmal wechseln sie von selbst die Richtung oder werden plötzlich einfach langsamer. Wenn dein Pferd die Richtung wechselt, steuer es sachte in die richtige Richtung und tätschle es. Mit der Zeit wird dir das Pferd dann mehr und mehr vertrauen und auch besser gehorchen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also beginnen wir noch einmal von vorn. Hi. Willkommen in unserem Stall. Okay. Wenn du ein Wildpferd gefangen hast, kannst du es hier registrieren. Falls du übernachten möchtest, wende dich bitte an die Rezeption drin. Ja, das bist zwar auch du, aber okay. Naja. Also, wie kann ich dir helfen? Registrieren? Na, du bist aber einer. Hast du kein Wildpferd gefunden? Wildpferde fängt man, indem man sich von hinten langsam an sie anschleicht und dann aufbringt. Ja, ja. Wissen wir noch. Aber ja, wiedersehen. Gut, wir sind hier, wenn du uns brauchst.
Aber eigentlich will ich auch noch kurz die Quest durchlesen. Auf jeden Fall haben wir hier, ja, mega viele Quests. Okay. Aber wo ist denn... Ist das gar keine Nebenaufgabe? Okay, also, hier... Erinnerungen. Ich kann die nicht anklicken. Aber... Und was ist das auch? Okay. Da, Ramdas Schatz extra Notizen steht eigentlich, aber... Nee, das ist es ja nicht. Wo ist denn Ramdas Schatz? Okay, aber... Wenn wir das so anklicken... Das, da steht ja Rüstung des Bösen. Und... Wo ist das überhaupt markiert? Hier. Ist das ein Ernst? So weit? Aber die Mission, ist das ein Bug oder so? Die Mission hieß ja nicht so. Und wieso habe ich hier immer noch einen Stempel? Und hier auch. Löschen wir noch kurz. Den haben wir ja auch. Hier. Und ja. Hier hat es wahrscheinlich überall Pferde und so. Und die Truhe. Oh, Verzeihung. Ich war in Gedanken und hab dich gar nicht bemerkt. Bitte entschuldige. Ich forschte Tag und Nacht, um dem Phänomen des Blutmonds auf die Spur zu kommen. Ach ja, den haben wir ja schon einmal erlebt. Naja, könnt ihr auch gerne mal abchecken, ist jetzt oben rechts. Trotzdem fragen wir nochmal nach. Wie? Das kennst du nicht. Das geht ja nicht an. Hör mir zu. Es begann am Tag der Verheerung. Seitdem zeigt sich in gewissen Nächten ein roter Vollmond am Himmel. Und das ganz unabhängig von der eigentlichen Mondphase. Um Mitternacht färbt sich dann der gesamte Himmel blutrot. Zu dieser Zeit erheben sich alle Monster, die eigentlich getötet sein sollten, und werden neu besiedelt. Das ist der Blutmond. Warum werden die Monster wiederbelebt und warum taucht wie aus dem Nichts ein roter Vollmond auf? Niemand hat eine Antwort auf diese Fragen. Es ist ein rätselhaftes Phänomen. Wenn du etwas über den Blutmond herausfindest, lass es mich bitte wissen. Also doch keine Quest. Aber hier habe ich noch was gesehen. Hier war doch ein NPC, genau. Wieso ist er gerade aus dem Nichts gekommen? Egal, wir gehen dem mal nach. Zu den Ruinen und so kommen wir gleich noch. Denn ich will den nicht verpassen. Ist das die, die Edelsteine will, oder? Ja. Du willst nicht zufällig gerade nach Kakariko, oder? Falls ja, dann folge einfach der Straße Richtung Norden. Mich verschlägt es auch oft in dieses Dorf. Ich verkaufe da mein Erz. Du warst doch noch gar nicht dort, oder? Ja. Und hier sind die Pferde. Okay, das sehen wir gleich. Aber wenn wir gleich hier sind, können wir auch noch die Truhe holen. Keine Angst, wir gehen gleich wieder zurück zum Stall. Und erkunden dort alles. Trotzdem gehen wir mal ganz kurz hier hoch. Und was ist in der Truhe? Ein Opal. Okay, nehmen wir mit. Hier ist ein Wegweiser. Sehr gut, aber den checken wir noch nicht ab. Wir gehen zuerst zurück und hier sehe ich auch gleich einen Wächter. Lebt er noch? Gleich zwei, dort hinten auch einer. Ich hoffe nicht. Das wäre schon noch mal ganz hart verschweren, die Pferde zu fangen. Und wir sehen noch kurz auf dem Baum nach. Ist hier was? Nee. Hier sind gleich mehrere Pferde. Die Ruinen sehen auch ganz spannend aus. Aber für das erste sehe ich gerade nichts, oder? Nee, aber das kann ja noch sein. Vielleicht ein Stein dort. Überall Ruinen. Und auch kaputte Wächter, hoffentlich. Die wir untersuchen können. Und ja, antike Schrauben und so bekommen können.
Und ja, wenn der lebt, dann... Aber was ist mit dem Baum dort? Boah, hier gibt's ja mega viel zu erkunden. Aber den Baum dort möchte ich auf jeden Fall noch ganz kurz abchecken. Ansonsten den restlichen Wald und so checken wir später ab. Aber diesen mega, mega fetten Baum, das kann nicht sein, dass da nichts ist. Wenn da kein Krog ist, dann weiß ich wirklich auch nicht. Oder halt eine Truhe oder so. Nee, das sieht nach einem Krog aus. Ja. Und damit ist es auch unser 40. Krog. Also eine gute Zahl fürs Erste, hätte ich mal gesagt. Wir sind ja erst im zweiten Gebiet. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es in diesem Gebiet gibt, aber... Naja, ich glaube, bis jetzt nicht schlecht. Naja, dann erkunden wir auf jeden Fall noch hier und so. Und müssen dann natürlich noch den Anfang erkunden. Ich denke, das machen wir auch gleich im nächsten Part. Dass wir das auch gleich haben, denn das sieht aus, als hätte es hier Ruinen und so. Spannend. Ansonsten denke ich, haben wir hier eigentlich ganz gut erkundet. Und ja, hier hat es halt noch freie Stellen, die wir aber noch abchecken. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Informationen zu The Legend of Zelda Breath of the Wild haben wollt, dann abonniert gerne, denn es werden auch noch, ich denke, viele Infos zu The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 kommen. Es sieht danach aus, als würde es im November 2022 kommen. Aber das ist noch nicht bestätigt, also man weiß es auf jeden Fall noch nicht. Es ist ja schon seit sehr langem Zeitraum in Planung und ja, es ist halt noch immer verlängert worden. Trotzdem bin ich sehr gespannt und werde euch auf jeden Fall auch mitteilen, wenn ich was Neues weiß. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dieser Part, dann lasst ein Like da und checkt auf jeden Fall noch die Playlist von Skyward Sword HD aus. Der hat eine Quest. Naja, checkt auf jeden Fall noch die Playlist von The Legend of Zelda Skyward Sword aus. Dort haben wir auch angefangen. Und es ist dort spannender denn je. Also dort freue ich mich auch schon, wenn wir endlich weiterspielen können. Genauso wie hier in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann.